Muss heute süßer sein zu mir. Echt? Ja. Sonst? Sonst wirst du wieder gehatet. Wen juckt's? Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Das heutige Video entsteht mal wieder in Kooperation mit Junkyard. Ich durfte mir wieder einige coole Outfits raussuchen. Wir haben vor ungefähr einem Jahr schon mal die Outfit-Tausch-Challenge gemacht. Das heißt, der andere zieht ein Outfit an vom anderen. Irgendwie kann ich heute nicht so gut erklären. Soll ich erklären? Ja. Wir haben vor einem Jahr schon mal die Outfit-Tausch-Challenge gemacht. Das heißt, der eine zieht vom anderen die Klamotten an. Also zum Beispiel Alex hat für mich Outfits rausgesucht und ich für Alex. Genau, und alle Outfits, die ihr heute seht, sind von Junkyard. Zumindest das meiste davon. Wenn ihr irgendeinen Teil cool findet, dann ist es natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sagen einfach mal Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne, musst du anfangen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Sieg. Ja, dann würde ich mal sagen, stehen wir mal auf, Madame, und ich zeige dir mal das erste Outfit. Schreibt natürlich auch dann gerne in die Kommentare, welches am besten ist. Also sie wird halt Jungen-Outfits tragen, ich Mädchen-Outfits. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen sportlich an, okay? Und zwar mit diesen sportlichen Schuhen. Das sind wirklich richtig sportliche Schuhe. Damit bist du doppelt so schnell als welche ohne Schuhe. Welche Größe ist das? 43. Dann habe ich dir dazu diese Sporthose von Nike bestellt. Ja, die ist wirklich extrem lässig. Und dieses Urban Classic Long Sleeve Tee. Long Tee. So, also ich habe dem Ganzen jetzt noch eine Cap hinzugefügt, weil das sah vorher... Du siehst aus wie, das hört sich jetzt dumm an, aber so... wie so ein schlechter Porno-Anfang, weißt du? Wenn so eine Joggerin oder so, dann kommt so, hi, kann ich bei dir was zu trinken haben oder so, so sieht das aus. Hä, wer ist das denn jetzt, hm? Hä? Ja, hallo? Hey, ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht was zu trinken bei Ihnen haben könnte. Ja, komm doch gleich mal rein. Also, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich muss sagen, an sich gefällt mir das eigentlich ganz gut. Natürlich ist dieses Ding eher für Jungs. Der Rest, die Kappe ist gut. So, das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, als nächstes bin ich... Hast du gerade Saft getrunken? Mhm. Was hast du denn für mich dabei? Ich habe für dich... auch was Sportliches. Einmal ein Pulloverkleid von Junkyard. Richtig cool. Deswegen, also es ist ein sehr chilliges Outfit. Man ist sehr schnell damit fertig. Plus die Reeboks. Boah, da passe ich doch nicht rein in deine Schuhe. Welche? Oh, ich passe so gerade. Tut sehr weh. Aber... Soll ich auch meine Beine, Haare so wachsen lassen? Yes. Gib mir noch eine Pose. Und daneben ich im Männerlook. Rollenwechsel. Wichtig dabei ist auch immer, man muss das anbehalten, bis man das nächste Outfit anziehen kann. Also, ja. Aber das sieht doch so gar nicht schlimm aus. Ja, so nicht. Aber man sieht ja auch nicht, wie das hier unten rum aussieht. Okay, ich habe dir als nächstes was wirklich Schönes rausgesucht. Ich bin ein richtiger Fan von dem Pulli. Und zwar, die Hose ist jetzt nicht von Junkyard, aber der Pulli. Mhm. Und den Pulli, weil der ist mega heftig. Wer den nicht bestellt hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dieses Teil kratzt hier hinten irgendwie ziemlich. Finde ich schon. Also ich muss sagen, so würde ich einfach mal lockerlässig jeden Tag rausgehen. So, weißt du, das ist so ein ganz typisches Alex-Outfit. Ja, das nur die Hose sieht bei dir echt nicht gut aus. Wie ich dich nicht ernst nehmen kann in dem Kleid, ne? Warum? Ihr könnt gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie geil findet ihr diesen Pulli? Ich finde ihn wirklich genial. Man sieht zwar aus wie von der Müllabfuhr, also man fällt halt wirklich sehr auf. Wenn ihr auffahren wollt, dann holt euch den Pulli. Und wenn nicht, dann auch. Also ich finde, guck mal, der steht ja auch richtig gut jetzt. Mach mal deine Haare kurz nach hinten. Das können sowohl Jungs und Mädchen tragen. Danke. Ja Leute, ich würde sagen, ich bin wieder dran. Zeig mir doch mal, was du noch so aus dem Kleiderschrank gekramt hast. Einmal diese weiße Hose hier von... Junkyard. Boah, die finde ich mega gut. Die ist ein bisschen eng. Das ist eine lockere Hose, die passt dir. Boah, die sitzt ja richtig eklig. Das quetscht einem voll die Eier ab. Ja, ich habe ja auch keine Eier. Ich krieg die nicht zu. Also, die Hose kann ich auf jeden Fall meinen weiblichen Zuschauern empfehlen. Ja. Das Oberteil nicht. Und dann noch diese Lederjacke hier. Ja, genau. Ja. Ich glaub's auch. Zieh die an. Hä? Ich mach die dir kaputt, die Jacke. Ja, weil du so breit bist. Ja. Oh! Also ich muss jetzt, ich will jetzt ja dir nicht zu nahe treten, aber dieses sieht bei mir jetzt echt nuttig aus. Naja, also nuttig würde ich dieses Outfit jetzt nicht bezeichnen, aber es ist halt kein schönes Outfit, ne? Aber ich fand's ganz witzig bei dir. Ich will nicht, dass man mein Gesicht sieht, sonst macht damit irgendwer wieder Blödsinn. Okay. Fertig? Ja. Also ich finde, das ist absolut grausam. Ich habe es auch noch nicht so getragen, aber ich kann es ja mal anziehen. Ja, zieh's mal an. Wir schauen jetzt mal, ob das bei dir im Vergleich besser aussieht, okay? Mhm. Ei, ei, ei. So Leute, zurück in meinem normalen Outfit. Ja, den Gürtel hatte ich aber nicht. Ich finde, du siehst aus wie eine Französin da drin. Wie eine Französin? Ja.
Also ich würde so anziehen. Sag mal bonjour. Bonjour, ça va? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non, merci. Eins haben wir noch, oder? Ja, ich glaube, du hast noch eins für mich. Eins habe ich nämlich noch rausgesucht, und zwar mit meiner absoluten neuen Lieblingsjacke. Ja? Ja. Das liegt da hinten. Ziehst du einfach mal an. Wir haben hier eine ganz normale Jeans. Eher so eine Skater-Jeans. Dazu kommt ein ganz normales weißes T-Shirt. Und diese heftige weiße, ja, ist ja an sich keine Jeansjacke, aber im Schnitt von einer Jeansjacke. Hast du noch einen Gürtel? Weil sonst rutscht die Hose bei mir. Nein. Also ich muss sagen, sieht eigentlich fast so gut aus wie bei mir. Boah, das sieht richtig gut aus. Ja, würdest du mich so mit rausnehmen? Mhm. Aber sieht wieder sehr französisch aus. So Leute, macht euch gefasst auf das dritte Outfit. Ich finde, das habe ich eigentlich am besten hingekriegt. Die Jacke, genial. Ich habe zwar keinen Plan, von welcher Marke die ist, aber ist natürlich verlinkt. Dann hier drunter ein ganz normales T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, es sieht cool aus. Ja, ich finde auch. Ja, also... Ja, ich weiß nicht, ob ich es anziehen würde so. Also so als Junge würde ich es auf jeden Fall so anziehen. Ja Leute, ich würde sagen, so viel dazu. Ich hatte jetzt nur 2 Outfits, du hattest sogar 3. Wie gesagt, alle Sachen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir das irgendwann nochmal machen sollen. Und ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt, was ich halt tragen muss. Wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder, ansonsten übermorgen. Möchtest du noch was sagen? Tschö. Haut rein, ciao.